Auch am Freitag gibt es in weiten Teilen Deutschlands wieder richtig viel Sonnenschein. Allerdings in Norddeutschland nicht gerade frühlingshafte Temperaturen. Da haben wir einen Nordwind und der bringt die kühle Luft aus Skandinavien heran, während in der Mitte und im Süden Europas frühlingshafte, teilweise frühsommerliche Temperaturen herrschen. Und diese Temperaturgrenze, die läuft hier über Norddeutschland weg, also in der norddeutschen Tiefebene an den Küsten. Da werden wir uns mit Höchsttemperaturen von 11 bis 16 Grad begnügen müssen. Im Süden Deutschlands dagegen um oder deutlich über 20 Grad, am Oberrhein sogar sommerliche 25 oder 26 Grad. Hier spielt der Wind keine große Rolle, ist nur schwach unterwegs. In Norddeutschland wird man ihn spüren. Er ist jetzt auch nicht allzu kräftig, Stärke 2 bis 3, aber er kann über Tag dann mal böig werden und ist eben verhältnismäßig kühl unterwegs. Sonnenschein gibt es wieder reichlich, 8 bis immerhin das maximal mögliche 14 Stunden. Wir haben am Vormittag nur ein paar Schleierwolken, die mal dünn, mal etwas dichter sein können, aber meistens die Sonne ganz gut durchlassen. Und zu diesen Schleierwolken kommen dann etwas dickere Wolken am Nachmittag von der Eifel bis zum Bayerischen Wald. Und in diesen Regionen kann es über den Bergen ganz vereinzelt mal für einen Regenschauer reichen. Das bleibt aber die Ausnahme. Insgesamt geht es sehr freundlich weiter. Ein paar Quellwolken auch in Brandenburg und im Osten Sachsens. In der Nacht auf den Samstag ähnliche Temperaturgegensätze. Im Südwesten ziemlich mild, teilweise zweistellig. Im Nordosten wird es kalt mit Bodenfrostgefahr sogar. Und dann blicken wir noch aufs Wochenende. Da haben wir weiter diese Zweiteilung. Die Grenzlinie etwa vom Münsterland bis Westsachsen. Nordöstlich davon sonniges Wetter, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, aber relativ frisch mit aufkommendem Ostwind. Da haben wir Temperaturen von gerade mal 11 bis 15 Grad. Die Nächte bleiben auch ziemlich frisch. Im Südwesten dagegen mehr Wolken, Quellwolken. Und da können dann über den Bergen einzelne Regenschauer und Gewitter entstehen. Und das bei sommerlichen Temperaturen bis 27 Grad.